Ach so, die Person, die verliert, muss auch in echt einen echten Wasserpark bauen, ne? Also ich höre nur. Dann muss ich wohl jetzt bangen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Oh, hallo Khan. Ach Mann, wieso? Hättest du dir mal mehr Zeit gelassen. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Hide-and-Seek-Challenge hier in einem Wasserpark bei Roblox. Also heute nicht in Real Life, aber keine Sorge, Leute. Auch diesen Sommer oder in den nächsten Wochen, Monaten werden wir auch wieder in ein Schwimmbad gehen oder vielleicht auch in zwei oder drei. Und dort gibt es selbstverständlich auch wieder ein Hide-and-Seek. Aber heute mit Tom und Lena, glaube ich, das erste Mal in einem Wasserpark. Sicher? Nein, wir hatten schon mal ein Hide-and-Seek im Wasserpark. Ah ja, stimmt. Man darf sich überall verstecken. Man darf sich auch teleportieren, wie ihr hier sehen könnt. Ne, auch das ist erlaubt. Jeder darf zweimal suchen oder wir zweimal suchen und 4 Minuten. Mhm. Tom, du darfst gerne starten mit suchen. Das heißt, du gehst einmal bitte nach hier vorne und guckst zum Horizont. Und wir, Lena, wir verstecken uns jetzt erstmal. Alrighty. Okay, das wird gar nicht so einfach, hier ein Versteck zu finden. Ich bin auch ehrlich, ich weiß gar nicht, wo du langgelaufen bist. Ich bin versteckt. Hervorragend. Okay, ich bin versteckt. Glaube ich. Okay, dann startet meine Zeit in... Warte, ich gehe mal in den Wasserpark rein. Dann startet meine Zeit in 3, 2, 1, go. Alright. Good luck. Danke. Okay, ich habe mich direkt mal auf die große Rutsche teleportiert. Ob ich vielleicht hier von oben irgendwas sehe? Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Das war's wohl? Aber... ich dachte gerade, ich hätte euch gesehen, aber es ist ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ein indirekter Hinweis, den Monitor vielleicht nochmal sauber zu machen. Man darf sich ja auch wahrscheinlich in den Rutschen und so verstecken, ne? Ja, wenn das möglich ist, ja, ist aber ziemlich schwierig. Boah, das ist so riesig hier. Ja, ist gar nicht so einfach, ne? Aber ich glaube, der letzte, wo wir waren, ich glaube, das war sogar noch mit Danja, der war, meine ich, noch größer. Das ist gut, oder es kam mir nur so vor, weil wir uns da nicht teleportieren konnten. Das kann sein. Aber das war auch ein gigantisches Universum. Was ist denn mal für dich, Lena? Du warst ja schon mal im Schwimmbad mit uns. Real Life schwierig oder Roblox Wasserpark schwierig? Hide and Seek. Roblox. Ja, gebe ich dir recht. Weil wir haben ja auch, muss man auch sagen, wenn wir Hide and Seeks zum Beispiel in der Therme gemacht haben, das war ja nicht im ganzen Wasserpark. Ja, das erstmal und der große Bereich hier, guck mal. Aber ich sag mal, wenn du jetzt hier von A zu B da hinten, ganz, ganz hinten auf der anderen Seite kommen möchtest. So einen großen Bereich hatten wir ja gar nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht den Hauch einer Ahnung, wo ihr seid. Das ist schon mal gut. Also für uns. Also ich bin im Wasserpark. Das soll wieder ein Clown gefrühstückt, ha? Huh? Ja. Wasserpark! Wasserpark, Park, Park. Attackiert mit Surfer. Ich muss schon sagen, Surfer bei Pokémon, das war schon so eine OP-Attacke. Surfer war immer gut, ja. Hat's auch gefühlt gegen alles einsetzen einfach. Ja. Immer was gebracht. Ja. Boah, ich hab so keine Ahnung, wo ihr seid. Oh, Tom. Ja. Ach so, die Person, die verliert, muss auch in echt einen echten Wasserpark bauen, ne? Ja. Mhm. Also Kredit und so muss dann bei der Bank genommen werden. Wie, müsst ihr dann selber wissen. Ja. Von dir gesponsert? Ganz bestimmt nicht. Wie Zeit habe ich denn noch? Oh, das sieht schlecht aus, noch 40 Sekunden. Okay, hier kann man nicht rein. Ach, ich bin ganz ehrlich, ich will nichts suchen, das ist wirklich auch zu groß. Ich sehe halt auch von oben keine. Also ich sehe nichts. Tja, nix nada. Moment mal. Das ist halt die Schwierigkeit. Warte mal. Steht da jemand von euch in der blauen Rutsche, in dem durchsichtigen Ding? Nein, das ist eine Münze. Och Mann. Nein, es sah aus wie dieser Bienenrucksack von Lena. Aber Lena hätte sich. Ja, meine Zeit ist vorbei. Oh. Ja, also ich habe mich im Wasser versteckt, im großen Pool. Ich war unter der roten Rutsche. Tja, ich war am Strand hinter einem großen Felsen. Ja, cool. Ja, okay, ich würde suchen. Alrighty. Ich habe mich jetzt zum Spawn teleportiert und ihr dürft euch gerne verstecken. Alrighty. Alrighty. Achtung.
Was denn? Du hast auch deinen Spaß. Ich habe eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Muss ja sein. Oh, hier kann man aber auch nicht sprinten. Ja, aber du kannst dich ja teleportieren. Aber ich will ja nicht direkt an diesem Fleckchen da bleiben. You understand? Ja, aber dann kannst du ja von da aus weitergehen. Ich glaube trotzdem, es ist sehr groß. Also ich höre nur... Was hörst du? Ich weiß auch nicht, was er meint. Ja, ich bin soweit. Me too. Dann gehe ich einmal kurz erstmal nach hier vorne. So, und dann starte ich meine 4 Minuten ab. Jetzt. Let's go. So. Ja, es ist wirklich gar nicht so einfach. Ja, sage ich ja. Aber ich glaube, ich könnte euch finden. Wir haben aber auch so schöne Outfits an, also da möchte ich euch auch finden. Mhm. Kann ich verstehen. Ja, ich habe vielleicht eine Idee. Da muss ich mal schauen. Mhm. Da muss ich mal schauen. Also in den Rutschen, glaube ich, seid ihr jetzt nicht. Aber ihr könntet ja vielleicht... Ich dachte gerade, ich habe jemanden von euch, aber das ist nur der... Barkeeper. Also ich sag dir ehrlich, ich bin saugut versteckt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu weit weg, sondern seid noch im Wasserpark. Na, was heißt denn zu weit weg? Wie soll ich denn ja, nicht im Wasserpark sein? Ja, das ist ja der Wasserpark. Ja, aber jetzt nicht irgendwie hier, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Kenn ich nicht. Ich schau jetzt erstmal. Ich würde gerne wissen, wo Tom ist. Ha! Tja, Tom! Oh. Hab dich! Ja. Hast du geschummelt? Ja. Nein, ich habe nicht geschummelt, ich schwöre nicht. Wie soll ich denn schummeln, Tom? Guck dir das Spiel an. Weiß nicht, du findest immer einen Weg. Ja, aber diesmal nicht. Diesmal wirklich ganz ehrlich. Wo warst du denn? War bei so einem Ring am Strand. Da hast du dich einfach reingelegt, oder? Ja, da drunter war er. Ja. Ach so, okay. Interesting. Okay, ich schaue vielleicht nochmal hier. Könnte ja sein, dass Lena sich hier versteckt hat. Maybe. Nö, ich sehe sie jetzt nicht. Dann schaue ich hier vorne nochmal. Ich habe noch 1 Minute und 14 Sekunden. Dann muss ich wohl jetzt bangen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Schade, ey. Ich dachte, ihr müsst vielleicht... Ich hab dich! Oh Mann! Hier hinter dieser Halfpipe-Rutsche! Mano! Let's go! Okay. Und 20 Sekunden hatte ich noch. Sehr gut! Das ist schon richtig stark von mir, muss ich sagen. So, ich gehe mal hier rein. Ja! Boah, das ist richtig gut! Ich weiß es auch nicht, Tom. Hat er vielleicht mal geguckt, so rausgezoomt, wo ich schwöre nicht, ich schwöre nicht. Safe geschummelt. I don't know. Ja, bevor Kahn gleich das Video beendet. Ach so, und ich hab geschummelt. Nein, ich schwöre nicht. Auf dein Schwören setze ich gar nichts mehr. Wirklich nicht. Also, ich würde mich ganz gerne hier verstecken, aber es geht irgendwie nicht. Boah, so. Belenas Runde verstecken, hm? Ach komm, Tom. Ich bin jetzt hier kein Endgegner. Ich bin versteckt. Das ging aber schnell. Alrighty. Ja, ich bin versteckt. Oh, das klingt nicht so glücklich. 4 Minuten Zeit. Zeit läuft. So, gucken wir mal von hier oben. Okay, nö. Hier sehe ich jetzt auch niemanden. Maybe in the water. Oh, hallo Kahn. Och Mann, wieso? Jetzt hätte immer mehr Zeit gelassen. Ist okay. Kann ich mitleben. Ich habe euch beide ja schon gefunden, also ist das nicht so schlimm. Oh Gott. Ich würde gerne da hinten gucken, aber das ist so ein weiter Weg. Ich möchte sprinten. Sprinty, sprinty. But not worky.
Wo warst denn du, Khan? Ich war im Wasser unter, ja, unter so einem Holzding. Da habe ich hier, glaube ich, auch nicht. Das stimmt. Jetzt bin ich hier auf einer Rutsche. Hm. Ach, dann rutschen wir doch mal. Das ist bestimmt cool. Aber funktioniert mal wieder nicht bei mir. Hm. Also Tom, dafür, dass du nicht so zufrieden warst mit deinem Verstecken, ja, von Sorgen. Also ich bin halt auch immer noch nicht zufrieden. Ich finde es auch gerade ein bisschen crazy, dass du mich nicht findest. Ernsthaft? 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 Hm. That makes me sad. Oh, ach so. Oh, ich hätte interagieren sollen, dann hätte ich auch. Ja, gut. Ach, je. Ach, je. Wie viel Zeit hast du denn noch? Herr Michi. Oh, weniger als eine Minute. Das ist nicht so gut. Hm. Oh, jetzt dachte ich gerade, das war aber nur Kahn. Nö, ich genieße ein bisschen hier das Wasser. Oh, ich möchte jetzt noch ganz, ganz schnell jetzt hier hinter einfach. Und ich hoffe, das ist in meiner Zeit. Please, 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 please. Danke, aber nö. Also Tom, ich glaube, du kannst schon auf dich stolz sein. Ich habe dich nämlich nicht gefunden. Wo warst du? Ich war am Strand hinter einer Treppe zu einer Rutsche. Hier direkt hinter dieser Treppe? Okay, interesting. Okay, jetzt wird es etwas einfach, aber auch schwierig. Und zwar, jetzt nur noch 3 Minuten Zeit. Der Strand ist aber jetzt verboten. Also zumindest der Strand unten oben da bei den Rutschen und so ist noch okay. Aber der Strand so da ist verboten. Okay. Tom, okay. Du darfst gerne starten. Seid ihr schon versteckt, oder was? Nö, noch nicht. Also, du darfst starten zu suchen. Achso, ja, ich bin schon, also ich stehe bereit. Ihr könnt euch verstecken. Achso, okay. Okay, ich habe mich versteckt. Wie sieht's bei dir aus, Lena? Na gut, ich bin versteckt. Alright, dann starten meine 3 Minuten ab. Oh, warte, muss ja noch hier reingehen. Nein, ich möchte keine Boombox kaufen. Ab jetzt. Dann schaffen wir uns mal wieder einen Überblick. Okay. Nein, ich möchte hier nichts kaufen. Ach Tom. Was denn? Bist du etwas verwirrt? Nee. Das freut mich. Ah, niemand hier bei diesem Ring, der so verrückt spielt. Wo bist du denn, Tom? Ich bin jetzt gerade wieder eher Richtung Spawn gegangen. Ja, das ist schön. Danke. Bitte. Also ich beweise wieder mal, dass ich ordentlich schlecht bin in Hide and Seeks. Das glaube ich nicht. Ja, doch, ich glaube schon. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube das auch. Ich glaube es nicht. Ich schon. Das Ding ist, ihr könnt euch ja nicht mal in den Rutschen verstecken. So, das funktioniert ja einfach nicht. Aber warum finde ich euch denn dann nicht? Das kann ich dir jetzt ehrlicherweise nicht sagen. Ah, meine Zeit ist auch um. Oh. Du warst aber relativ nah dran. Wo seid ihr denn? Also ich war hinten beim Rutschenturm. Einfach bei der grünen Rutsche hättest du nur suchen müssen. Bei der grünen Rutsche? Hinten sozusagen der dritte Rutschturm, wo man sich nicht hinspawnen kann oder teleportieren kann. Und Lena? Lena, wo warst du? Siehst du diesen rot-blauen Torbogen? Guck mal rechts, Tom. Jetzt nach rechts. Da ist dieser Bogen da. Blauen Torbogen.
Ja, die sind da ja hinten. Ah, da war ich eben, ja. Okay, alles klar. Leider nicht weitergelaufen. Dürft ihr euch auch noch mal verstecken, dann suche ich noch mal. Alrighty. Ich bin versteckt. Ich auch. Also seid ihr beide versteckt? Ja. Mhm. Gut, dann 3 Minuten. Ab jetzt, let's go. So, da muss ich jetzt mal schauen, wo ihr sein könntet. Ich wusste es. Tom ist im Shop. Ja. Habe ich mir schon gedacht, dass einer muss doch auf die Idee kommen, sich im Shop. Und es ist Tom. Ich hatte das eben in der ersten Runde schon. Und jetzt in der zweiten Runde dachte ich, ich hoffe, da guckt einfach niemand nach. Tja, das ist natürlich dein Pech jetzt gerade. Das war, glaube ich, der. Also, schneller hat, glaube ich, das war bisher das Schnellste, was bei Hide and Seek so möglich war. Zumindest im Wasserpark. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und dass ich Tom gefunden habe, das macht mich richtig stolz. Macht es das? Ja, tut es. Warum macht dich das richtig stolz? Weiß ich nicht, weil. Du bist es halt. Mhm. Okay. Ah, warum bin ich hier durchgefallen? Ach Mann. Drei Minuten. Um ja, mittlerweile aber weniger. Ja, insgesamt 3 Minuten. Jetzt Hälfte ist um. Hälfte ist um. Dann bange ich jetzt noch für 1,5 Minütchen. Strand ist verboten, ne, weißt du? Nochmal? Strand ist verboten, das weißt du noch hoffentlich. Na ja, alles gut. Alles guti-duti. Tom, bist du das da auf dem Ring? Ich stehe am Spawn irgendwo. Ich dachte, das sah von Weitem so aus, als wäre das jemand von euch. Wow. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Ja, wie viel Zeit? Noch 20 Sekunden. Doch. Und das könnte? Das könnte? Wenn du jetzt wirklich am Strand bist. Nein, ich bin kein Strand. Das kann ich ja schon mal verraten. Ich bin nicht Kahn. Nee. Zeit ist oben. Ja, Kahn. Wo warst du? Sag ich mal, ganz hier oben bei der blauen Rutsche. Die hier ganz hinten ist. Ganz oben. Hä, wo? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Hast du dich zur großen Rutsche gespawnt? Quasi über den blau-roten Bogen wieder. Da ist die hellblaue Rutsche. Ah, okay. Ja, okay. Ja, da habe ich nicht geguckt. Okay, alles klar. Gut, ja. Dann kannst du dich jetzt nochmal zum Spawn teleportieren. Alrighty. Und ich habe auch schon ein tolles Versteck, wo ich mich verstecken möchte. Ich habe gerade was entdeckt. Ja, okay. Oh, ja. Okay, bin versteckt. Ich auch. Dann gehe ich mal an den Anfang. 3 Minuten ab jetzt. So. Mal schauen, ob du uns findest. Also bisher führe ich mit 3 Punkten. Wer hat denn gefragt? Bitte? Wer hat denn gefragt? Ja, also ich weiß, dass bei euch der Wettbewerbsgedanke nicht so da ist. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ihr immer verliert. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich beobachte das schon so ein bisschen. Tust du das? Oh, das ist schön. Ja, das tue ich. Das ist ja schön für dich. Okay. Okay, let's go. Let's go. Okay, let's go. Mm-hmm.
Nee. In the water ist niemand. Oh, ich dachte jetzt, Mann, dieser Dude hier. Mann. Hi, Khan. Hallo. Ich war unter der Dusche. Ja, da gehörst du auch hin. Ja, ist okay. Je. Und wieder Mr. Dom. Unter die Dusche gehört eigentlich, also sollte man so alle 2 Tage schon machen, so Waschtag oder so. Ja, nimm dir mal das zu Herzen, bitte. Schon, ja, stimmt. Dann. Ich mach das ja momentan täglich, hast du recht. Na, aber du könntest das mal machen, weil ich finde, monatlich finde ich das ein bisschen schwierig. Also 12-mal im Jahr ist schon etwas sportlich, aber gut, passt, ne? Aber gut, passt ja auch zu dir. Ja, vor allem, wenn ich dann noch so viel Sport mache und so viel schwitze dabei, ne? Da wird's so richtig intensiv. Also das letzte Mal war vor 2 Monaten. Soll ich mal kurz vorbeikommen? Bitte nicht. Eine dicke, fette Umarmung. Tom, ich weiß ja nicht. 15 Sekunden, wieder stark. Ich hätte jetzt noch gern hier hinter der blauen geguckt, aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr. Wo bist denn du gerade? Oh, da, ich sehe dich. Ja. Nee, da bist du auch gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nee, Tom. Geh mal zum Spawn. Du warst am Spawn irgendwo. Okay. Komm mal da rein. Wo rein? Ja, da, also vor den Eingang quasi. Wo wir immer anfangen. Achso, oh, jetzt hab ich hier hoch. Tada! Ha! Oh, warte, das war mal klug. Stand hier. Sehr gut, Tom. Leute, das war ein Hide and Seek im XXL Wasserpark mit Tom und Lena und ich hab gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!